Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zu dieser ersten von 13 Vorlesungen der Vorlesungsreihe Einführung in die Geschichte der Philosophie Römisch I. Diese Vorlesung, Einführung in die Geschichte der Philosophie Römisch I, stellt die erste Hälfte einer zweisemestrigen Vorlesung dar. Im Sommersemester wird dann meine Kollegin Professor Uljana Feest die Geschichte der Philosophie ab dem 18. Jahrhundert weiter darstellen. In diesem Wintersemester werden wir uns eine Übersicht über die wichtigsten Ideen und Argumente der Geschichte der westlichen Philosophie von ihren Anfängen in der griechischen Antike bis hin zu Leibniz verschaffen. Ich werde dabei keine fachspezifischen Vorkenntnisse voraussetzen. Sie werden sich sicher keine Illusion darüber machen, dass man in einer zweisemestrigen Vorlesung eine umfassende und erschöpfende Darstellung der Philosophiegeschichte leisten könnte. Es wird sehr viele Dinge geben, die ich nur ganz kursorisch ansprechen kann, und dazu gehören auch viele. Zu den vielen Dingen, die ich weglassen muss, gehören auch viele, die ich wichtig, die ich interessant und spannend finde. Das ist leider so. Unter anderem, das ist die wichtigste und große Einschränkung, werde ich mich ganz auf die westlich-europäische Philosophiegeschichte beschränken. Ich werde an einigen Punkten auf die islamische Philosophie eingehen, weil diese ein integraler Bestandteil der westlich-europäischen Philosophiegeschichte ist und daraus nicht wegzudenken ist. Aber auf die Philosophien vieler Kulturbereiche, wie etwa die chinesische Philosophie oder auch indische Philosophie, werde ich überhaupt gar nicht eingehen können. Auch wenn man sich diese Beschränkung auferlegt, wenn man sich allein auf die westlich-europäische Philosophiegeschichte beschränkt, gibt es noch viele Schwierigkeiten, alles in diesem Zeitraum von der griechischen Antike bis zum späten 17., frühen 18. Jahrhundert in 13 Vorlesungen zu packen. Unter anderem stellt sich die Frage, wo beginnt eigentlich diese Philosophiegeschichte genau? Ein Meilenstein zu Anfang der abendländischen Philosophiegeschichte ist sicher Platon. Platon, das ist zur groben Orientierung fünftes, viertes vorchristliches Jahrhundert, ist schon allein deshalb bedeutend, weil er der älteste westliche Philosoph ist, von dem wir noch in größerem Umfang Schriften besitzen. Von Platon besitzen wir nicht nur in größerem, sondern wirklich in sehr beträchtigem Umfang Schriften. Von allen früheren westlichen Philosophen besitzen wir nur Fragmente. Platon selbst lässt dann in seinen Dialogen immer wieder seinen großen Lehrer Sokrates auftreten. Von Sokrates selbst haben wir keine Schriften und wir haben sogar Anlass, zu glauben, dass er überhaupt keine Schriften verfasst hat. Platons frühe Schriften zumindest, sind dem erklärten Ziel, wohl untergeordnet, die Lehren seines Lehrers Sokrates darzustellen und für die Nachwelt zu erhalten. Und diese Kombination von Platon und Sokrates stellt dann wohl in gewissem Sinn den Anfangspunkt einer wissenschaftlich gut erforschbaren Philosophiegeschichte dar, nämlich insofern, als wir einen guten Zugriff, eine gute Quellenlage haben, dass wir wirklich wissen, dass wir auch im Detail wissen, was Sokrates und später Platon für philosophische Überlegungen angestellt haben, während wir das für alle früheren nur sehr mühsam rekonstruieren können. Es ist aber durchaus so, dass
dass Platon und Sokrates nicht die Philosophie aus dem Nichts heraus erfunden haben, sondern dass es ganz sicher philosophische Vorläufer gegeben hat. Vorläufer, bei denen das Projekt einer wissenschaftlichen Philosophie bereits angelegt war und deren Lehren wir auch kennen, aber eben nur auf sehr indirektem Weg. Es spricht Bände für die sehr herausragende Bedeutung von Sokrates und Platon in der abendländischen Philosophiegeschichte, dass wir diese Vorgänger, deren Lehren wir noch indirekt rekonstruieren können, heute sehr häufig, fast immer unter dem Begriff vorsokratische Philosophen oder Vorsokratiker zusammenfassen. Gemeinsam ist diesen Vorsokratikern allen, dass wir über sie nur durch das indirekte Zeugnis anderer etwas wissen, also durch Zitate und paraphrasierende Zusammenfassung bei späteren Autoren. Die ältesten Textzeugnisse haben wir bei Platon und Aristoteles. Das ist also 4. Jahrhundert vor Christus. Platon und Aristoteles hielten allerdings, das kann man so mit wenig Ungenauigkeit durchaus pauschal sagen, hielten nicht allzu viel von den vorsokratischen Philosophen, sondern sie werden eher als Vorläufer im Sinne von Denkern dargestellt, bei denen eben die Dinge noch nicht so klar lagen. Das ist ein Muster, das wir in der Philosophiegeschichte immer wieder finden, dass die früheren historischen Autoren nur dargestellt und abgebildet werden, um zu zeigen, wie revolutionär die eigenen Gedanken sind und wie viel besser. Das finden wir hier vielleicht zum ersten Mal. Es stellt natürlich eine gewisse Schwierigkeit für die Erforschung der vorsokratischen Philosophen dar, weil wir sie eben durch die Brille, durch eine sicher nicht ganz objektive Darstellung bei Platon und Aristoteles sehen. Weitere wichtige indirekte Zeugnisse der frühgriechischen Philosophen haben wir dann vor allem in der späteren Antike, zum Beispiel bei Plutarch, das ist also 2. Jahrhundert nach Christus, bei Sextus Empiricus und Diogenes Laertius, das geht dann ins 3. nachchristliche Jahrhundert, bis hin zu Simplicios, einem Autor, der im 6. Jahrhundert nach Christus schreibt und der also bereits aus einer zeitlichen Distanz von über 1000 Jahren über die frühgriechischen Philosophen schreibt. Das sind unsere Quellen. Hört sich sicherlich sehr schwierig an, wie man diese verteilten, auf verschiedene spätere Schriften verteilten Fragmente, indirekten Zitate, indirekten Darstellungen und Paraphrasen sich zusammensuchen muss. Wir haben die wichtigste Grundlage für dieses Studium bildet eine Textausgabe, die unter dem Titel Fragmente der Vorsokratiker von Hermann Diels 1903 begonnen wurde, die später weiter bearbeitet wurde von Walter Kranz und deshalb jetzt meistens einfach nur Diels Kranz genannt wird. Diels und Kranz haben versucht, die authentischen Fragmente zu identifizieren, also die, die tatsächlich eben glaubhafte Überlieferungen über die frühgriechischen Philosophen uns bieten. Und sie haben die zusammengesucht und gruppiert und angeordnet und sie stellen eben eine Grundlage,
eine Arbeitsgrundlage von unschätzbarem Wert für das Studium der frühgriechischen Philosophen dar. Hier sehen Sie einige wichtige vorsokratische Philosophen, nämlich die, über die ich in dieser heutigen Vorlesung sprechen möchte. Und ich möchte von jetzt an nicht mehr den Begriff Vorsokratiker verwenden, der sich zwar eingebürgert hat, der aber historiografisch irgendwie so ein bisschen seltsam ist, also ein Blick von so ein Blick nach hinten, also man stellt die Geschichte im Grunde anachronistisch dar, mit dem Blick auf Sokrates, der ja erst gekommen ist, nachdem die meisten dieser Philosophen, die es hier jetzt geht, schon lange tot waren. Sondern ich werde sie jetzt die frühgriechischen Philosophen nennen. Und in dieser heutigen Vorlesung, die ich eben vor Sokrates betitle, möchte ich auf diese Auswahl hier eingehen. Wohlgemerkt, das ist eine Auswahl. Es gibt noch viel mehr frühgriechische Philosophen, deren Fragmente es zu entdecken gibt. Hier sind also die ionischen Philosophen, Pythagoras und die Pythagoreer, Heraklit, die Eleaten, also Parmenides und Zenon, die Atomisten und dann die Sophisten, die ich hier eingeklammert habe, weil sie im strengen Sinne nicht Vorsokratiker sind, sondern größtenteils Zeitgenossen des Sokrates. Und über die ich auch nicht in der heutigen Vorlesung sprechen werde, sondern dann erst in der nächsten Vorlesung, wo es genauer um Sokrates und Platon dann geht. Zunächst also zu den ionischen Naturphilosophen. In gewissem Sinn haben wir es hier vermutlich mit der Entstehung der Philosophie als Wissenschaft, den ersten Schritten zur Entstehung der Philosophie als Wissenschaft zu tun. Für diesen Prozess hat der Altphilologe Wilhelm Nestle das Schlagwort vom Mythos zum Logos erfunden. Das ist der Titel einer Schrift von Nestle. Und die Idee dabei ist, dass hier eine wichtige geistesgeschichtliche Wendung sich vollzieht, nämlich dass hier Denker beginnen, das Sein und das Geschehen aus unpersönlichen Weltprinzipien zu erklären. Dass sie sich also verabschieden von einer Weltsicht, die sehr stark geprägt ist von einem Sichbeziehen auf göttliche und übernatürliche Prinzipien, auf das Eingreifen göttlicher Mächte in das Schicksal und auch auf eine Wissensgrundlage, die auf Überlieferung, auf alte, uralte Überlieferung sich beruft und stattdessen eine Weltsicht, die sich eben auf Weltprinzipien beruft, die nicht transzendent sind, sondern die sich in der Erfahrungswelt finden lassen und die nicht uns nur durch Überlieferung oder Mythen bekannt sind, sondern die sich erfahren und rational ergründen lassen. Vielleicht die ersten Schritte zu diesem Prozess, zu diesem geistesgeschichtlichen Prozess, finden wir bei den ionischen Naturphilosophen und vielleicht dort bei dem ältesten uns bekannten ionischen Naturphilosophen, nämlich Thales von Milet. Thales hat vermutlich, soweit wir erkennen können, kein schriftliches Werk hinterlassen. Der Name ist Ihnen bekannt aus dem Mathematikunterricht. Das liegt daran, dass ein spätantiker Autor namens Proklos geschrieben hat,
Thales habe Ägypten besucht und von dort die Geometrie zu den Griechen gebracht. Vieles an der Idee, dass Thales in Ägypten gewesen sein könnte, ist manches glaubwürdig, dass ein einzelner Mensch die Mathematik oder die Geometrie von den, zu den, aus Ägypten zu den Griechen gebracht hätte. Ob das eine glaubhafte Idee oder selbst vielleicht eher ein Mythos ist, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall wird Thales eben schon in der Antike stark mit Mathematik in Verbindung gebracht. Proklos schreibt ihm auch verschiedene spezifische mathematische Lehrsätze zu. Bei einem anderen spätantiken Autor, Diogenes Laertius, den ich eben schon erwähnt habe, finden wir auch Geschichten, die Thales mit Mathematik in Verbindung bringen. Thales habe die Höhe einer Pyramide aus dem Schatten berechnet, aus der Länge des Schattens berechnet und er habe eine Sonnenfinsternis vorhergesagt, was den Ioniern zum Sieg bei einer Schlacht verholfen habe. Diese letztere Geschichte finden wir auch bei Herodot. Also es gibt hier schon so eine Andeutung einer Verbindung zwischen Philosophie und Mathematik, wenn auch bei Thales dann, wie wir gleich sehen werden, nicht so stark in den philosophischen Lehren. Da ist also der Bezug zur Mathematik dann nicht mehr da, aber zumindest in ein biografischer Bezug. Also diese Verbindung zwischen Philosophie und Mathematik durchzieht sie die antike Philosophie, also die griechische Antike. Und wird uns immer wieder begegnen. Unter den ionischen Naturphilosophen ist aber Thales der einzige, bei dem wir so eine Verbindung zur Mathematik sehen. Als Naturphilosoph steht Thales vor allen Dingen für den Gedanken, dass das Grundprinzip von allem Wasser sei. Das Grundprinzip und das hier taucht dieser in den Fragmenten das griechische Wort Archä an, auf. Archä kommt von Archäin, einem Verb, das gleichzeitig anfangen und herrschen bedeutet. Und auch das lohnt es sich im Hinterkopf zu behalten, dass also Archä sowohl ja, der Uranfang als auch das Beherrschende ist. Und was die Archä genau ist, das wird uns jetzt für die nächsten, bei den nächsten Philosophen immer beschäftigen. Diese Frage, was mit der Suche nach dem, was der, was, was es mit der Suche nach der Archä auf sich hat. Es gibt es ein guter, eine gute Möglichkeit, sich jetzt mal damit anfänglich zu beschäftigen, ist es leicht in eine unserer besten Quellen reinzuschauen, die wir für die frühgriechischen Philosophen haben. Und das ist die Metaphysik des Aristoteles. Oh, hier habe ich noch eine Karte, wo ich Ihnen zeigen wollte, wo Ionien ist. Also hier ist Ionien. Wir sprechen, also wenn wir von den ionischen Naturphilosophen sprechen, dann sprechen wir von dieser Gegend, die damals eben griechisch besiedelt war. Und hier an dieser Stelle ist Milet, wo Thales gelebt haben soll. Aristoteles hat gewissermaßen diese Tradition begründet, dass man, wenn man eigene Forschungen und Überlegungen zu einem bestimmten Gebiet anstellt, zunächst mal den Stand der Forschung ordentlich darstellt. Also was ist eigentlich zu diesem Thema schon gesagt und geschrieben worden? Das macht Aristoteles an vielen Stellen sehr gründlich und wir sind ihm aus verschiedener Hinsicht dafür zum Dank verpflichtet, unter anderem eben deshalb, weil wir aus diesen Passagen oft die einzige wirklich systematische Darstellung der Inhalte der früheren griechischen Philosophen rekonstruieren können. Hier ist das, was Aristoteles über die ionischen Naturphilosophen zu sagen hat.
Von den ältesten Philosophen nun waren die meisten der Ansicht, dass die Ursachen von materieller Art allein als die Prinzipien aller Dinge zu gelten hätten. Hier Prinzipien, also da steht im Original dieses Wort Archai, das ist der Plural von Archä. Das, woraus alle Dinge stammten, woraus alles ursprünglich wird und worin es schließlich untergeht, während die Substanz unverändert bleibt und sich nur in ihren Akzidenzen verwandelt, dies bezeichnen sie als das Element und als das Prinzip der Dinge. Was dagegen die Anzahl und die nähere Bestimmung eines derartigen Prinzips betrifft, so findet sich darüber keineswegs bei allen die gleiche Ansicht. Thales, der erste Vertreter dieser Richtung philosophischer Untersuchung, bezeichnet als solches Prinzip das Wasser. Auch das Land lehrte er deshalb Ruhe auf dem Wasser. Den Anlass zu dieser Ansicht bot ihm wohl die Beobachtung, dass die Nahrung aller Wesen feucht ist, dass die Wärme selbst daraus entsteht und davon lebt. Woraus aber jegliches wird, das ist das Prinzip von allem. War dies der eine Anlass zu seiner Ansicht, so war ein anderer wohl der Umstand, dass die Samen aller Wesen von feuchter Beschaffenheit sind, das Wasser aber das Prinzip für die Natur des Feuchten ausmacht. So, also das sagt Aristoteles zu Thales. Und wo wir jetzt gerade an dieser Stelle bei der Sache sind, lesen wir gerade noch ein Stück weiter, wo es dann um noch ein paar andere frühgriechische Philosophen geht. Aristoteles also weiter. Anaximenes sodann und Diogenes setzen vor das Wasser und als das eigentliche Prinzip unter den einfachen Körpern die Luft. Hippasos von Metapont und Heraklit von Ephesus das Feuer. Empedokles kennt aber vier Elemente, indem er zu den genannten die Erde als das vierte hinzufügt. Diese meint er, seien das beständig Bleibende, sie entständen nicht, sondern verbänden sich nur in größerer und oder geringerer Masse zur Einheit und lösten sich wieder aus der Einheit. So. Das soll die Ausnahme bleiben, dass ich so lange Zitate hier vorlese, aber es ist eine so schöne und klare Darstellung von dem Thema der Archä, dass sie sich wirklich lohnt, hier mal in Gänze anzuschauen. Also, was halten wir hieraus fest? Die ionischen Naturphilosophen beschäftigen sich mit einem bestimmten Phänomen, nämlich dem Phänomen des Werdens und Vergehens. Also, woraus werden die Dinge? Was passiert dabei? Und sie haben dabei ein philosophisches Problem, eine philosophische Frage identifiziert, nämlich die Frage, gibt es das eine Bleibende, das dem Werden und Vergehen zugrunde liegt? Also, wenn man über Werden und Vergehen nachdenkt, gibt es da etwas, das Bestand hat, während sich andere Dinge eben ändern? Und wenn ja, was ist das? Und Thales und Anaximenes bejahen offenbar die Frage. Und zwar bejahen sie sie auf eine Art und Weise, ja, was Aristoteles zu Anfang dieses langen Zitats, was ich vorgelesen habe, als die Ursachen von materieller Art benennt. Also sie benennen etwas, eine ganz konkreten Stoff, der hier die Archä darstellt, also dasjenige, was dem Werden und Vergehen zugrunde, das eine, das, was bleibend ist und dem Werden und Vergehen zugrunde liegt, nämlich bei Thales das Wasser, bei Anaximenes die Luft. Wichtig ist auch, und das ist der zweite Grund, warum ich dieses Zitat so lang hier vorgelesen habe, wichtig ist auch, dass Aristoteles beschreibt, wie Thales zu diesen Vorstellungen gekommen ist, nämlich auf dem Weg der Verallgemeinerung aus empirischen Beobachtungen über die Samen der Dinge, über die Tatsache, dass das Land auf dem Wasser beruht und so. Also Beobachtungen und Verallgemeinerung aus Erfahrungsbeobachtungen. Eben nicht Mythos, nicht Überlieferung,
sondern Logos, liegt dieser Überlegung zugrunde. Wir Ich möchte einen zweiten ionischen Naturphilosophen hier noch genauer vorstellen, nämlich Anaximander. Anaximander stammt auch aus Milet. Nach einigen Zeugnissen ist er ein Schüler von Thales. Er hat mit ziemlicher Sicherheit mindestens eine Schrift verfasst, von der wir sogar den Titel kennen. Sie heißt Periphysios, also über die Natur. Es gibt allerdings unter den frühgriechischen Philosophen, ist es ein sehr, sehr häufig auftretender Titel, und wir wissen auch nicht genau, ob die Autoren selbst sich die Titel dieser Schriften ausgedacht haben oder ob es erst später Gepflogenheit wurde, die Titel, diese Schriften so zu benennen und anzusprechen, also ob das wirkliche selbst gewählte Titel sind. Also wir haben wir wissen, dass Anaximander vermutlich eine Schrift verfasst hat, die später mit dem Titel Periphysios über die Natur benannt wurde. Und eine Kernidee, die er hier dargestellt zu haben scheint, ist die, dass die Archä, also der Anfang und das Element der seienden Dinge, das Apeiron ist. Die Archä ist das Apeiron. Manchmal spricht er anscheinend wohl auch vom Element Stocheion. Hier sehen Sie, das wird jetzt auf den Folien ein paar Mal wieder auftauchen. Das ist ein Verweis auf die entsprechenden Fragmente bei Diels Kranz. Also bei den Fragmenten der Vorsokratiker, DK steht für Diels Kranz, und da können Sie jetzt eben schauen, das Fragment DK12 A1 und das DK12 A14, diese Fragmente geben das wieder, was ich jetzt hier in diesem Satz zusammengefasst habe. Ein weiteres ein überlieferter Satz von Anaximander ist der folgende: Aus welchen seienden Dingen die seienden Dinge ihr Entstehen haben, dorthin findet auch ihr Vergehen statt, wie es in Ordnung ist, denn sie leisten einander Recht und Strafe für das Unrecht gemäß der zeitlichen Ordnung. Vermutlich ist das ist der Grund, warum ich diesen Satz hier wörtlich zitiere, nicht weil ich ihn für besonders verständlich oder klar oder signifikant für die von Anaximander überlieferten Ideen halte, sondern ich zitiere ihn deshalb, weil das vermutlich der älteste wörtlich überlieferte Satz der europäischen Philosophiegeschichte ist. Die anderen Fragmente, die wir haben, zum Beispiel diese Fragmente hier, sind mit ziemlicher Sicherheit Paraphrasen, indirekte Zuschreibungen. Aber dieser Satz, der eben bei Simplicius so überliefert ist und bei Theophrast so überliefert ist, ist wahrscheinlich ein wörtliches Zitat aus Periphysios. Und das war es mir jetzt wert, diesen Satz einmal wörtlich in der deutschen Übersetzung Ihnen vorzutragen. Außerdem haben wir es hier bei Anaximander mit dem Begriff des Apeiron vielleicht mit dem ersten philosophischen Fachterminus zu tun. Die Wortwurzel peras bedeutet Grenze, Bestimmtheit. Und Apeiron deshalb Unbegrenztes, Unbestimmtes.
Außer durch ihr Alter und ihre ehrwürdigen Status scheinen sich diese Sätze erstmal jetzt nicht durch Klarheit und Verständlichkeit zu empfehlen. Schon Aristoteles hat Schwierigkeiten mit dem Apeiron und fragt im dritten Buch seiner Physik zum Beispiel, ob jetzt das Apeiron eigentlich ein Ding sei oder eine Eigenschaft, wie soll man das eigentlich verstehen? Vielleicht ist es so zu rekonstruieren, dass das Apeiron, also das Unbegrenzte, Unbestimmte, am besten zu verstehen ist als das Unabgegrenzte. Das würde man dann so deuten können, dass Anaximander sagen will, Ursprung und Urprinzip müssen in etwas liegen, das selbst nicht Wasser ist oder Luft oder eines der anderen Elemente, sondern etwas, was noch viel früher da ist, etwas, was vor der Teilung allen Seienden in diese unterscheidbaren Seinsarten liegt. Was noch unabgegrenzt ist in verschiedene Arten, in verschiedene ja, Seinsarten und Seinsweisen. Das ist spekulativ, denn eine genaue Deutung muss angesichts der sehr, sehr dünnen Quellenlage hier immer spekulativ bleiben. Wichtiger ist mir an dieser Stelle eigentlich die philosophische Methodologie, die sich hier erkennen lässt, sozusagen. Also zum Beispiel der Einsatz von Abstrakta. Zum Beispiel scheint Anaximander von Taonta gesprochen zu haben, also von den seienden Dingen, so kommt das jedenfalls in einem dieser Fragmente vor, wobei er eben das Partizip Präsens aktiv Neutrum Plural von Sein, also das Seiende als ein abstrakt, oder die seienden Dinge als ein abstraktes Nomen verwendet. Genauso spricht er auch in diesem Zitat hier, in diesem recht seltsamen Satz von der zeitlichen Ordnung, tu chronu taxis. Taxis bedeutet erstmal eigentlich Rangordnung, Aufstellung, zum Beispiel Aufstellung eines Heeres. Und er verwendet jetzt diese Wörter, um etwas Abstraktes darzustellen. Und solche Abstrakta prägen den griechischen Stil des Philosophierens. Sie machen die Ablösung von konkreten Geschichten und eben auch dadurch die Entpersonalisierung der Kosmologie überhaupt erst möglich. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch einmal Anaximenes erwähnen, der eben in diesem langen Aristoteles-Zitat ja auch erwähnt worden war, und deshalb wissen wir auch schon, dass Anaximenes, der sicher ein Schüler des Anaximanders war, in die Archä in der Luft gesehen hat. Bei Plutarch, nochmal zur Erinnerung, das ist sein zweites Jahrhundert nach Christus, ist überliefert, dass Anaximenes sich auch über die Prinzipien der Umwandlung des Urstoffs in verschiedene Erscheinungsformen Gedanken gemacht haben soll. Sie vollzieht sich über verschiedene Eigenschaften ein und desselben Stoffs, insbesondere Wärme und Kälte, die Anaximenes nach Plutarch mit verschiedenen Verdichtungsformen und Verdichtungszuständen der Luft in Verbindung gebracht haben soll. Und zwar aufgrund einer empirischen Beobachtung. Denn schließlich sei der aus den zusammengepressten Lippen und so verdichtet ausgestoßene Atem kalt und der aus weit geöffnetem Mund ausgehauchte und also dünne, weniger dichte Atem warm. Also so kann derselbe Urstoff durch verschiedene Zustände, Verdichtungszustände in verschiedene Eigenschaften und Erscheinungsformen gebracht werden. Auch hier haben wir also wieder ein Anknüpfen an Erfahrungsbeobachtungen. Und ich möchte das jetzt so ein bisschen
als Take-Home-Message zusammenfassen. Die ionischen Naturphilosophen identifizieren ein philosophisches Problem, mit dem sie sich beschäftigen. Das Problem des Werden und Vergehens, das Problem der Veränderung. Dieses Problem wird bei uns bleiben, auch bei den anderen frühgriechischen Philosophen. Sie behandeln dieses Problems mit Hilfe von abstrakten und zum Teil neu geschöpften Begriffen. Und mit diesen Begriffen versuchen sie, unpersönliche Prinzipien zu beschreiben, ohne sich auf mythologische Überlieferungen zu berufen. Und sie orientieren sich dabei zum Teil an empirischen Beobachtungen. Jetzt möchte ich zu einer weiteren Gruppe frühgriechischer Philosophen übergehen. Wir sind jetzt also mit Anaximenes im 6. vorchristlichen Jahrhundert und da bleiben wir auch. Ein etwas jüngerer Zeitgenosse von Anaximenes war Pythagoras. Und ich spreche jetzt über Pythagoras und die Pythagoreer. Ich nenne die in einem Atemzug, weil man bei Pythagoras nicht an auseinanderhalten kann, was eigentlich von ihm selbst und was von seinen Schülern kommt. Soweit wir wissen, hat Pythagoras selbst keine Schriften verfasst und seine Lehren nur mündlich und auch nur seinen Schülern vorgetragen. Also das waren wirklich in gewissem Sinne Geheimlehren, also Lehren, die einem bestimmten inneren Kreis vorbehalten waren. Pythagoras ist auf Samos geboren, einer ionischen Insel. Wo ist Samos? Ich finde es jetzt gerade nicht. Also, hier ist Samos. Entschuldigung, ich kann das auf diesem Bildschirm gerade schlecht erkennen. Dann ist er ausgewandert nach Kroton. Das liegt in Süditalien, wo er eine Philosophenschule im Stil einer quasi religiösen Gemeinschaft gegründet hat. Also die Philosophie verbreitet sich über die griechische Welt, die sich damals eben über den Mittelmeerraum erstreckt. Diese Wanderungsbewegung lässt sich an Pythagoras Leben ganz gut nachvollziehen. Zeitweilig ist seine Philosophenschule dort politisch sehr einflussreich. Später wird sie gerade wegen dieses politischen Einflusses verfolgt und in alle Winde zerstreut. Diese Verfolgung und Zerstreuung wird sich möglicherweise positiv ausgewirkt haben auf die Verbreitung der Lehre. Das ist auch ein Aspekt, den man in der Geistesgeschichte manchmal wiederfindet. Also so tragisch die Verfolgung für die individuellen Schicksale dann ist, wirkt es sich zumindest hier bei den Pythagoreern ganz offenbar dahingehend aus, dass der Pythagoreismus sich verbreitet in der griechischen Welt. Es gibt allerdings verschiedene Varianten des Pythagoreismus sehr bald, auf die ich jetzt hier nicht eingehen werde, sondern ich werde jetzt ganz grob von einem Pythagoreismus sprechen. Bei den Pythagoreern kann man so etwas sagen, wie dass die Archä die Zahl ist. Auch wenn der Begriff Archä jetzt in den pythagoreischen Fragmenten keine Rolle spielt, die Rolle dieses Grundprinzips, die wird von Zahlen bei den Pythagoreern eingenommen. So gibt es zum Beispiel diesen Spruch, der bei Jamblich den Pythagoreern zugeschrieben wird: Arithmodet panpeoiken, einfach. Alles entspricht der Zahl. Oder bei Stobaios finden wir
diese Zuschreibung zu einem bestimmten, zu einem Pythagoreer namens Philolaus, groß und vollkommen vollendet und alles bewirkend und göttlichen und himmlischen sowie menschlichen Lebensanfang sowie anteilnehmende Führerin ist die Kraft der Zahl und der Zehn. Also nicht nur, nicht irgendwelche Zahlen, sondern die Zehn hat noch eine besondere Rolle. Anscheinend zumindest für manche Pythagoreer. Vielleicht etwas genauer ist mal wieder Aristoteles oder etwas aufschlussreicher und hilfreicher. Aristoteles schreibt nämlich Folgendes: Da sie nun auch darauf aufmerksam wurden, dass die Verhältnisse und Gesetze der musikalischen Harmonie sich in Zahlen darstellen lassen und da auch alle anderen Erscheinungen eine natürliche Verwandtschaft mit den Zahlen zeigten, die Zahlen aber das Erste in der gesamten Natur sind, so kamen sie zu der Vorstellung, die Elemente der Zahlen seien die Elemente alles Seienden und das gesamte Weltall sei eine Harmonie und eine Zahl. Und was ich Ihnen auch nicht vorenthalten will, ist der wieder bei Jamblichos überlieferte Eid der Pythagoreer. Sie sollen nämlich geschworen haben: Nein, bei ihm, der dem Menschengeschlecht die Tetraktys gegeben hat, welche die Quelle und Wurzel der ewig fließenden Natur in sich trägt. Und das möchte ich Ihnen kurz anhand einer grafischen Darstellung erläutern. Das ist die Tetraktys. Die Tetraktys ist die Folge der ersten vier natürlichen Zahlen. 1, 2, 3, 4, die zusammen aufaddiert 10 ergeben. Das ist nicht das einzige Besondere an diesen vier Zahlen, sondern was eben auch eine Rolle spielt, haben Sie schon gesehen, ist das in Verbindung bringen dieser Zahlen mit musikalischen Harmonien. Wenn Sie das ist eben eine Entdeckung, die Aristoteles den Pythagoreern zuschreibt, dass nämlich musikalische Harmonien mit einfachen Zahlenverhältnissen zu tun haben. Wenn Sie einfach ein Monochord, also eine einfach gespannte, einfache Saite nehmen und diese Saite in ganzzahligen Verhältnissen teilen, also etwa im Verhältnis 1 zu 2, sodass Sie einen Teil der Saite haben, der doppelt so lang ist wie die andere Saite, dann werden die Töne, die auf diesen unterschiedlich langen Saitenabschnitten erklingen, das Intervall einer Oktave genau haben. Also 1 zu 2 ist genau eine Oktave, 2 zu 3 ist dann genau eine Quinte und 3 zu 4 ist genau eine Quarte. Das ist eine Entdeckung, die die Pythagoreer offenbar sehr wichtig nehmen, nämlich die Entdeckung, dass mathematische Prinzipien in der Erfahrungswirklichkeit wirksam sind. Das ist eine Idee, die uns heute völlig selbstverständlich ist, da wir die Realität der mathematisierten Naturwissenschaften eben vor Augen haben. Was uns dabei nicht so klar ist, ist, dass die erste Entdeckung dieser Art die Musiktheorie, die Harmonielehre ist. Dass in der Natur, in der Erfahrungswirklichkeit mathematische Prinzipien eine Rolle spielen. Die vermutlich ältesten Prinzipien dieser Art, wo wirklich einfache mathematische Gesetze den Phänomenen zugrunde liegen, das sind diese Harmonieprinzipien. Und das wirft ein philosophisches Problem auf, nämlich wie ist die Bedeutung der Mathematik zu, diese Bedeutung der Mathematik zu erklären? Was hat Mathematik mit Musik zu tun? Und die pythagoreische Antwort darauf ist radikal, nämlich die Natur selbst ist nach Zahlenprinzipien aufgebaut. Diese Idee ist eine sehr einflussreiche, eine radikale und irgendwie fast irrwitzige Idee, wenn man darüber nachdenkt. Eine Idee, die eine
ganz starke Wirkmächtigkeit entwickelt. Erstmal hat sie starken Einfluss auf Platon und über Platon und den Platonismus vermittelt, hat sie einen Einfluss auf die ganze europäische Wissenschaftsgeschichte bis zu den Anfängen der modernen Naturwissenschaft. Also das Suchen nach eben mathematischen Gesetzen in der Natur, das ein wichtiger Teil der Begründung der modernen Naturwissenschaften in der ausgehenden Renaissance und der frühen Neuzeit dann sein wird, das ist zum Teil ein ziemlich klar nachvollziehbarer Anschluss an solche pythagoreischen Ideen, die vermittelt über die philosophische Tradition, insbesondere über das Werk Platons, in der Geistes- und Wissenschaftsgeschichte erhalten geblieben ist. Aber eben hier offenbar zuerst mal bei Pythagoras und bei den Pythagoreern formuliert wird, diese Idee, dass die Natur selbst irgendwie nach Zahlenprinzipien aufgebaut ist und dass die Zahlen allem zugrunde liegen. Eine weitere sehr radikale und einflussreiche Idee, die vermutlich auf die Pythagoreer zugrunde geht, zumindest im Zusammenhang im griechischen Denken, ist die Idee, dass der Mensch eine unsterbliche Seele besitzt. Die Seele ist im Körper eingesperrt, also die Seele als eine abtrennbare Einheit, ne, die für sich bestehen könnte. Das ist etwas Neues im griechischen Denken, das wir vor Pythagoras so nirgendwo finden. Die Seele wird auch dargestellt als im Körper eingesperrt. Sie wird in ihrem wahren Wesen beeinträchtigt. Also das Körperliche des menschlichen Seins ist in gewissem Sinne so eine Herabwürdigung oder eine Unreinheit und eine Einschränkung des wahren Seins der Seele. Auch das ist ein Gedanke, der sich eben in der europäischen Philosophiegeschichte dann immer wieder finden lässt. Offenbar gibt es bei den Pythagoreern auch so eine Art Seelenwanderungslehre, dass eben die Seele nach dem Tod in anderen Wesen wieder zum Leben kommt. Ziel der Pythagoreer als Lebensgemeinschaft ist es denn auch eben zu einer Reinigung und Erlösung der Seele zu kommen. Und zwar, wie erlangt man das? Naja, durch asketisches Leben, ganz konkret, also durch asketische Ernährung, aber auch und Verzicht auf körperliche Freuden und Genüsse, aber auch durch philosophisches Wissen als eine Art Heilswissen. Über Pythagoras und die Pythagoreer und ihre Lebensweise als Lebensgemeinschaft sind auch viele kuriose Dinge überliefert, unter anderem, dass sie sich an alle möglichen irrwitzigen Regeln gehalten haben sollen, wie zum Beispiel die Regel, dass man beim Schuhanziehen immer mit dem rechten Fuß anfangen muss, beim Fußwaschen aber immer mit dem linken Fuß, dass man keine Tiere züchten darf, die krumme Nägel haben, dass man keinen weißen Hahn berühren soll und dass man nicht der Sonne zugewendet urinieren soll. Das sind also alles tatsächlich in der Antike schon überlieferte, naja, man darf wahrscheinlich an dem Gerüchte über die Pythagoreer, die Berichte, die da teilweise dargestellt werden, sind zum Teil verwirrend und widersprüchlich, während einerseits viele Autoren behaupten, den Pythagoreern sei der Verzehr von Bohnen untersagt gewesen, berichtet Aristoxenos, Zitat, von allen Hülsenfrüchten
schätzte Pythagoras die Bohne am meisten, denn sie hat etwas Erleichterndes und Laxierendes. Deswegen machte er auch am meisten Gebrauch von ihr. Zitat Ende. Ich möchte jetzt übergehen zu einem weiteren frühgriechischen Philosophen, der von herausgehobener Wichtigkeit ist, und das ist Heraklit. Zu Heraklit nur kurz und knapp. Also Heraklit soll aus Ephesus stammen. Das ist hier. Also wir sind jetzt wieder in Kleinasien, in Ionien. Er muss um 500 vor Christus gelebt haben. Genauere Lebensdaten haben wir nicht. Wir haben viele, teils sehr dunkle, kurze Aussprüche überliefert. Schon in der Antike scheint Heraklit den Beinamen der Dunkle, Heraklit der Dunkle gehabt zu haben. Etliche Fragmente beschäftigen sich mit dem Logos. Der Logos, das kann man jetzt als griechischer Begriff, kann man das verschieden übersetzen als das Wort, der Sinn oder die Vernunft. Heraklit scheint den Logos als eine Art alles bestimmender und lenkender Weltvernunft aufzufassen, die dem Menschen jedoch undurchdringbar ist. Hier sehen Sie, wie das in einem Fragment bei Marc Aurel überliefert ist, mit dem Sinn, mit dem sie doch am meisten beständig verkehren, dem Verwalter des Alls, entzweien die Menschen sich und die Dinge, auf die sie täglich stoßen, die scheinen ihnen fremd. Also, wie genau Heraklit sich den Logos vorgestellt hat, ist aus den Fragmenten kaum zu rekonstruieren. Im Hellenismus werden also viel später die Stoiker, die kaum mehr Anhaltspunkte als wir heute für die Lehre des Heraklit gehabt haben dürften, den Gedanken des Logos unter ausdrücklicher Berufung auf Heraklit wieder aufnehmen und ausbauen. Ein weiteres wiederkehrendes Element der Heraklit-Fragmente ist das der Wandelbarkeit, der grundsätzlichen Wandelbarkeit der Welt, und dazu gehört auch das allerberühmteste Heraklit-Zitat, nämlich man steigt nie zweimal in denselben Fluss, oder wie das bei Plutarch, wie das tatsächliche Fragment genau heißt, es ist unmöglich, zweimal in denselben Fluss hineinzusteigen, so Heraklit. Auch derselbe Punkt der Wandelbarkeit wird nochmal unter einem ganz anderen, erscheint nochmal in einem anderen Licht in einer Reihe anderer Fragmente, für das dieses hier ganz typisch ist, das überliefert ist bei Hippolyt von Rom, selbst auch eine sehr interessante Figur, ein Kirchenvater aus dem 2., 3. Jahrhundert nach Christus wiederum, ein Gegenpapst, der ein sehr wichtiges Werk, die Widerlegung der Häresien, geschrieben hat, und darin im 9. Buch sehr viel über Heraklit, also das wird alles als Irrlehre natürlich dargestellt, das ist aber eine sehr interessante philosophiegeschichtliche Quelle eben. Da schreibt Hippolyt von Rom, dass Heraklit Folgendes gesagt haben sollte: Der Krieg ist von allem der Vater, von allem der König. Denn die einen hat er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien gemacht. Wenn man jetzt diese Fragmente sich mal zusammenzieht, dann kann man als ungefähre Deutung der heraklitischen Philosophie vielleicht sagen, dass alles in der Welt Veränderung ist und dass diese Veränderung ständig aus einem unbegrenzten Kampf gegensätzlicher Prinzipien resultiert. So deute ich jetzt diese Idee, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist.
Zur Erinnerung, wir haben also hier wieder dieses Thema Wandel, Entstehen und Vergehen. Vielleicht wollte Heraklit sagen, alles ist Veränderung. Es gibt nicht dieses Unveränderliche, das der Veränderung zugrunde liegt, sondern damit wäre also die Suche nach der Archä zum Scheitern verurteilt. Aber auch das ist wieder ein bisschen spekulativ. Wie gesagt, die Fragmente sind alles andere als klar. Ich möchte jetzt zu einem anderen Philosophen kommen, der in gewissem Sinn so eine Art metaphysisches Gegenbild zu Heraklit darstellt, nämlich Parmenides. Es ist nicht klar, ob Parmenides von Heraklit überhaupt wusste oder ob Heraklit von Parmenides wusste. Aber viele haben es später so gesehen, dass Heraklit und Parmenides entgegengesetzte Pole bilden, dass sie im Widerspruch zueinander stehen, zumindest. Sie werden gleich sehen, warum. Von Parmenides wissen wir, dass er circa 515 vor Christus geboren sein muss. Ansonsten seine genauen Lebensdaten oder Lebensverlauf, das wissen wir nicht. Er stammt aus Elea, das ist jetzt wieder in Süditalien, also dieser andere geografische Pol. Wir wandern praktisch immer zwischen Kleinasien und Italien hin und her jetzt. Dort hat auch Parmenides eine eigene philosophische Schule gegründet und er hat ein Werk verfasst mit dem Titel Periphysios über die Natur, von dem jetzt allerdings vergleichsweise lange Abschnitte überliefert sind. Also wir haben jetzt da immer noch nicht ein ganzes Werk, aber wir haben insgesamt etwa 150 Zeilen dieses Werkes. Zeilen deshalb, weil das ist ein Lehrgedicht. Also es sind Verszeilen in Hexameterform. Und in diesem Lehrgedicht wird eine Reise beschrieben, eine Reise vom Dunkel ins Licht. Im Licht trifft der Reisende eine Göttin und diese Göttin erzählt von der Wahrheit. Der wesentliche Kern dieser Geschichte ist, dass die Wahrheit, von der da erzählt wird, sich von den Meinungen der Menschen unterscheidet. Die Meinungen der Menschen sind immer ungewiss. Und bei Parmenides wird das so ausgedeutet, dass es gibt diese erkenntnistheoretische Unterscheidung verschiedener Erkenntnisarten. Also auf der einen Seite gibt es Wissen und Gewissheit. Und auf der anderen Seite bloße Meinungen, unsichere Meinungen. Und dieser erkenntnistheoretischen Unterscheidung entspricht eben für Parmenides auch eine metaphysische Unterscheidung. Das Wissen, Gewissheit bezieht sich eben auf die Wahrheit, das eigentliche Sein und Wissen, Unsicheres. Auf der anderen Seite, der Gegenstand dieser Meinungen ist nicht sicheres und beständiges wie die Wahrheit, sondern ist etwas an sich Unsicheres, nur Wahrscheinliches, was dem entgegensteht. Die Meinungen auf der Seite der Meinungen der Menschen, auf der Seite dieses Ungewissen und Unsicheren, stehen eben widerstreitende Prinzipien, Licht und Dunkel, die eben in diesem Lehrgedicht eine große Rolle spielen, die Veränderungen verursachen in dieser Meinungswelt. Aber in der Wahrheit, im eigentlichen Seienden, gibt es weder Unterschiede, noch Veränderung, noch Bewegung, alles ist eins. Und das ist der Kern der parmenideischen Philosophie.
Das Seiende, das eigentlich Seiende besteht als Einheit, die weder entstehen noch vergehen kann, bei der es keine Differenzierung gibt, keine Unterschiede, sondern nur alles eins ist. Der Status der Meinungen, also dieses Gegenpols, ist ein schwieriges Interpretationsproblem. Es scheint nicht so zu sein, dass Parmenides die Meinungen einfach nur als Irrtümer darstellen will. Also, dass sich die Meinung, die Menschen liegen alle falsch oder so. Vielleicht, also sie scheinen auch irgendeine Berechtigung in diesem gesamten Weltbild zu haben. Vielleicht besteht diese Berechtigung als eine angemessene Beschreibung der Erscheinungen, in der wir uns als Mensch, also der Erscheinungswirklichkeit, also der Erscheinungen, die sich uns präsentieren in unserer Erfahrung. Die Versuchung ist sehr groß, Parmenides so zu lesen, aber man muss auch anerkennen, dass die Versuchung wahrscheinlich bedeutet, dass man dann Parmenides schon ein bisschen durch die Brille des bedeutendsten von ihm beeinflussten Philosophen, nämlich Platon, liest, bei dem das sicher so ist, dass es diese Dualität in diesem Sinne gibt. Also die Welt der Erscheinungen auf der einen Seite und die Welt des wahren Seins auf der anderen Seite. Ob das Parmenides tatsächlich selbst schon so gedacht war, ist nicht klar. Auf jeden Fall diese Meinungen, die durch den widerstreitenden Prinzipien, bei denen es Veränderungen gibt und Unterschiede und Differenzen, die haben eine Berechtigung, aber sie sind unterschieden eben von der Wahrheit, vom eigentlichen Sein. Also alle früheren Philosophenschulen, bei den frühgriechischen Philosophen hatten jetzt, die wir bisher kennengelernt haben, haben die Realität von Veränderung akzeptiert und versucht irgendwie das zu erklären, zu sagen, wie kann es eigentlich, was ist eigentlich Veränderung, wie funktioniert das? Da muss es doch etwas geben, was gleich bleibt und dann aber auch etwas, was nicht gleich bleibt. Und Parmenides macht eine ganz andere Lösung. Er sagt, er erklärt einfach alle Unterschiede und alle Veränderungen zur Täuschung. Er sagt, das gibt es in Wirklichkeit nicht. Er scheint auch eine Art Master-Argument dafür zu haben, was man aus den Fragmenten herauslesen kann. Und das scheint ungefähr so zu funktionieren. Jede Veränderung beinhaltet einen Übergang von etwas, das ist, zu etwas, das nicht ist. Also, wenn die Raupe zum Schmetterling wird, dann ist das eine Veränderung, und wir beschreiben das als, wir nehmen das wahr als etwas, das eben etwas Kontinuierliches, was sich in seiner Erscheinung verändert. Aber dieses Konzept der Veränderung beinhaltet, dass erstmal etwas ist, eine Raupe, und dann etwas nicht mehr ist. Dann ist eben keine Raupe mehr oder die Raupeneigenschaften sind dann eben nicht mehr da. Aber dieses Nicht-mehr-Sein, das was nicht ist, ist vollkommen undenkbar und unerkennbar. Parmenides scheint zu meinen, dass das Nicht-Sein, dass dem eine tiefe, dass dieser Begriff zutiefst philosophisch suspekt ist und letztlich eigentlich nicht sich in Widersprüche verwickelt. Es gibt das nicht. Das ist natürlich irgendwie auf eine Weise wohltuend tautologisch zu sagen, das Nichtsein, das gibt es nicht. Ja? Das jedenfalls ist eine tiefe philosophische Überzeugung bei Parmenides, dass was nicht ist, ist. Es ergibt keinen Sinn, es ist undenkbar und unerkennbar und deshalb kann es das eigentlich auch nicht geben.
Und deshalb ist Veränderung etwas eigentlich Unvorstellbares und Unverständliches. Und auch das darf es deshalb eigentlich nicht geben. Also ich denke, viele heutige Philosophen würden sagen, das ist ein philosophischer, das ist nicht sehr philosophisch sehr überzeugend ist zu sagen, dass das, was nicht ist, undenkbar, unerkennbar, irgendwie philosophisch widersprüchlich ist. Es gibt noch weitere echte Probleme bei diesem Argument, nämlich dass das Argument mindestens teilweise auf der Schlussfolgerung beruht, dass etwas, das nicht erkannt oder nicht gewusst werden kann, deshalb auch nicht existieren kann. Auch das ist natürlich kein sehr überzeugender Schluss, weil es typisch für eben viele für idealistische Philosophen, ne? Und Parmenides gilt in vielen eben auch als Vorvater des Idealismus, besonders weil von ihm auch dieses Fragment hier überliefert ist, dass denn dasselbe ist Denken und Sein. Also wenn man das als Grundprinzip anerkennt, natürlich, also wenn man sagt, das Denken und das Sein ist dasselbe und das, dann kommt man sehr schnell, kann man diesen Prozess schnell nachvollziehen, zu sagen, ja, das Nichtsein, das kann ich mir gar nicht, das kann ich gar nicht widerspruchsfrei denken, also kann es das auch nicht geben. Und das ist natürlich eine idealistische Denkfigur in gewissem Sinn. Also hier, das ist ahistorisch und nicht sehr schön eigentlich, diesen neuzeitlichen philosophischen Begriff des Idealismus darauf anzuwenden. Aber ja, viele philosophische Idealisten haben selbst eben Parmenides als Vorläufer angesehen. Deshalb wollte ich das nicht unerwähnt lassen. Also diese Idee zu sagen, ja, das Denkbare und das Sein, das ist eigentlich das Gleiche. Parmenides hat einen berühmten Schüler und wenn wir von den Eleaten sprechen, und dann meinen wir diese beiden, eben Parmenides und Zenon von Elea. Also stammen beide aus Elea. Dieses Bild hier ist ein Fresko aus der Bibliothek des El Escorial. Stammt vom Ende des 16. Jahrhunderts, aber das soll Zenon. Zenon Heliates steht hier unten, also Zenon von Elea, und der zeigt hier auf verschiedene Türen. Auf der einen steht Falsitas und auf der anderen Veritas. Und das Bild veranschaulicht sehr schön die philosophische Technik, die wir Zenon zuschreiben, dass nämlich Zenon durch die Anwendung von Paradoxien versucht hat, die Lehren seines Meisters Parmenides anschaulich zu machen. Und die berühmteste Paradoxie des Zenon ist sicher der Beweis von Parmenides Lehrmeinung, dass es keine Veränderung oder Bewegung geben kann durch die Paradoxie von Achill und der Schildkröte. Also, diese Geschichte ist überliefert bei Aristoteles im sechsten Buch der Physik und dann viel später auch in einem Aristoteles-Kommentar des spätantiken Autors Simplikios. Übrigens bei Simplikios, das ist 6. Jahrhundert nach Christus, dann da kommt erst die Schildkröte ins Spiel. Aber Aristoteles ist noch nicht von einer Schildkröte die Rede, aber Achill kommt bei Aristoteles schon vor, aber weil es irgendwie die Geschichte so viel schöner ist mit der Schildkröte, nehme ich die Schildkröte jetzt auch mit rein. Also das Setting ist folgendes. Stellen Sie sich vor, es gibt ein
Wettrennen zwischen Achill und der Schildkröte. Als guter Sportsmann gibt der Achill der Schildkröte einen Vorsprung der Länge A. Angenommen, Achilles ist doppelt so schnell wie die Schildkröte. Dann ist er oder dann hat die Schildkröte, wenn Achill jetzt an dem Punkt ankommt, an dem Punkt angekommen ist, wo die Schildkröte ihr das Rennen startet, also ihr Rennen los. Wenn Achill, sobald Achill hier ist, hat die Schildkröte in der gleichen Zeit die Hälfte dieser Strecke zurückgelegt. Also A halbe. Wenn wir jetzt den nächsten Schritt betrachten, was passiert, wenn Achill hier ankommt, dann hat die Schildkröte eine Strecke von A Viertel zurückgelegt. Und so weiter. Und so weiter und so weiter. Sie können, ist jetzt schon klar, dass Sie diesen Prozess unendlich fortsetzen können und bei dieser Betrachtung nie an dem Punkt ankommen, an dem Achill die Schildkröte eingeholt hat. Diese Geschichte ist sehr berühmt und interessant, aber nicht so bekannt ist eigentlich der philosophische Sinn dahinter. Das Ganze soll von Zenon so eine Art Widerspruchsbeweis sein, also eine Art Reductio ad absurdum der Idee, dass es reale Bewegung gibt. Es ist nämlich die Idee, wir gehen erstmal, Annahme ist, gesetzt mal, es gäbe reale Bewegung. Dann könnte man diese Geschichte erzählen von Achill und der Schildkröte. Und man kommt zu dem Schluss, unter dieser Voraussetzung, dass Bewegung real ist, gilt einerseits, dass Achilles die Schildkröte einholt, weil das unsere vermeintliche Erfahrung mit Bewegungen uns so vorgibt, dass eben wenn ein schneller Läufer hinter einer langsamen Schildkröte herläuft, dass er die dann einholt. Aber andererseits gilt eben auch, dass Achill die Schildkröte nicht einholt. Das zeigt diese Überlegung, die Zenon anstellt. Das heißt, die Annahme, die Voraussetzung führt zum Widerspruch und ist damit eigentlich widerlegt. Ja, gut, natürlich ist das rückblickend für uns heutige, ist klar. Ja, also uns ist klar, dass das Aufsummieren auch von unendlich vielen Schritten, also dass wir wissen, dass wir, wenn wir diese unendlich vielen Schritte aufsummieren, dass wir da beim mathematischen Grenzübergang trotzdem zu einer endlichen Weglänge und einer endlichen Zeit kommen, die es braucht, bis Achilles die Schildkröte einholt und das auch, ist der hier gewählten Betrachtungsweise geschuldet ist, wenn man die eben nie den Grenzübergang macht, dass wir in dieser Betrachtung immer nur den Zeitraum und den Weg betrachten, an dem Achill die Schildkröte noch nicht eingeholt hat. Trotzdem, diese Überlegung, diese Paradoxie hat wie auch andere noch von Zenon aufgestellte Paradoxien, die Zeitgenossen sehr beschäftigt und durchaus wurde als Anzeichen gesehen, dass hier die Illiaden einer sehr tiefen Problem auf der Spur sind. Also all die Paradoxien von Zenon sollen zeigen, dass diese scheinbar harmlosen und alltäglichen Vorstellungen wie Bewegung, Veränderung, Vielheit im Sein, Vielfalt im Sein, dass die alle philosophisch suspekt sind, dass sie alle in Widersprüchlichkeiten verfangen sind und Widersprüchlichkeiten in sich bergen. Eine letzte Gruppe von frühgriechischen Philosophen möchte ich jetzt noch zur Sprache kommen lassen, und das sind die Atomisten.
Und die antiken Atomisten, das sind im Wesentlichen eben Leukipp und Demokrit. Die biografischen Details sind wirklich sehr im Dunklen und im Unklaren. Demokrit kommt vielleicht aus Abdera in Thrakien. Leukipp war vielleicht Demokrits Lehrer. Wir können sehen, dass bei Aristoteles zum Beispiel noch, für Aristoteles war noch deutlich auseinanderhaltbar, was die Lehren von Leukipp und was die Lehren von Demokrit waren. Zu seiner Zeit müssen also diese Dinge noch sehr präsent gewesen sein. Aus unserer heutigen Perspektive ist das nicht mehr ganz so klar auszumachen. Aber wir wissen doch einiges darüber, was die Atomisten vertreten haben. Und wie der Name schon sagt, ist eine ganz wesentliche Idee bei den Atomisten, die, dass das Einzige, was es wirklich gibt, der leere Raum und Atome sind. Bei den Atomen haben wir es jetzt wieder mit einem philosophischen Fachterminus zu tun. Atomos heißt ungeteilt. Atome sind unteilbare Teile. Sie sind bei den Atomisten vorgestellt als unveränderlich und sie entstehen und vergehen auch nicht, sondern sie sind immer schon da. Und das Einzige, was sich verändert, ist ihre Anordnung im Raum. So, das hat durchaus einen Bezug auf das, was wir gerade gesehen haben bei den Eleaten. Nämlich mit dieser Vorstellung versuchen die Atomisten der Forderung der Eleaten gerecht zu werden, dass das eigentliche Sein ewig und unwandelbar sein muss. Dass es irgendwie nicht konzeptuell überzeugend ist, dass das eigentliche Sein entstehen oder vergehen könnte. Bei den Atomisten wird aber diese Idee irgendwie doch vereinbar gemacht mit unserer mit unserer erfahrbaren Realität einer veränderlichen und wandelbaren Welt, indem sie sagen, na gut, das eigentliche Sein, das sind die Atome, aber was sich eben verändert, sind Lage und Anordnung der Atome. Die Atome gibt es durchaus in verschiedenen Arten, verschiedene Gestalten, die Atome selbst, aber sie sind alle eben unveränderlich und entstehen und vergehen nicht. Und was sich verändert, sind nur Lage und Anordnung der Atome. Die Atome selbst sind unsichtbar, weil die so klein sind, aber sie sind die Grundlage aller sichtbaren Erscheinungen. Außerdem auch eine wichtige Idee bei den Atomisten, auch die Seele besteht aus Atomen und sie fällt nach dem Tod auseinander, sie löst sich einfach auf. Und zwar besteht die Seele aus kleinen kugelförmigen Atomen, scheinbar. Dessen scheint sich Demokrit sicher gewesen zu sein. Dieser spezifische Aspekt der atomistischen Philosophie erklärt oder leistet sehr viel, trägt sehr viel dazu bei, zu erklären, warum Demokrits Schriften uns nicht überliefert sind. Die späteren Epochen, insbesondere, also unter anderem das christliche Mittelalter, haben sich nicht sehr um diese Philosophie bemüht, die sich eben ja weder mit der christlichen Vorstellung von Seele noch mit der islamischen Vorstellung von Seele vereinbaren lässt. Und es sind eben islamische und christliche Gelehrte, die dafür verantwortlich sind, dass wir heute überhaupt noch Zugriff auf antike Quellen haben. Und die Atomisten sind
von der Schriftüberlieferung her verloren gegangen. Wir wissen, dass Demokrit ein äußerst produktiver Autor gewesen sein muss. Er muss mehr als 50 Schriften verfasst haben. Wir kennen die Titel vieler seiner Schriften. Unter den Vorsokratikern ist es eine quasi einzigartige Produktivität. In der klassischen Zeit wird Demokrit klarerweise als einer der bedeutendsten Philosophen wahrgenommen, auf Augenhöhe mit Platon, so dass wir durchaus mutmaßen müssen, dass uns da wirklich was entgeht, leider dass dadurch, dass wir auf diese Schriften überhaupt keinen Zugriff mehr haben. Was auch noch ein interessanter Gedanke ist, der uns überliefert ist von den Atomisten, ist, zu viel Bewegung bei den Seelenatomen ist nicht gut für das Wohlergehen der Seele. Das höchste Ziel, Lebensziel ist deshalb Gemütsruhe und Seelenruhe. Und das wird auch in Verbindung gebracht mit diesem Begriff Tometrion, das rechte Maß zu finden. Zum Beispiel gibt es da dieses Fragment, das lautet: Wenn man das rechte Maß überschreitet, kann das Angenehmste zum Unangenehmsten werden. Allerdings soll Stobai, also Stobaios schreibt Demokrit auch den Ausspruch zu: Ein Leben ohne Festlichkeiten ist ein Weg ohne Herbergen. Also ganz so freudlos soll es dann doch nicht sein. Aber Spaß beiseite, das ist ein Motiv, das wir auch dann in der weiteren Folge in der griechischen Philosophie immer wieder finden werden, nämlich das Ziel, das Lebensziel der Gemütsruhe als ein Markstein des gelungenen Lebens sozusagen. In der hellenistischen Philosophie, und das scheint von der Idee her auf die Atomisten zurückzugehen. Bemerkenswerte Elemente bei den Atomisten sind auf jeden Fall hier wieder das Anknüpfen an Vorgänger. Ganz klar zu sehen bei den Eleaten. Die Suche nach einer Vereinbarkeit von philosophischer Theorie und alltäglicher Erfahrung. Lassen wir diese Einsicht, dass das eigentlich Seiende eben unveränderbar und ewig sein muss, wie vereinbart man das mit der alltäglichen Erfahrung von Veränderung und Wandelbarkeit? Und was auch sehr wichtig ist hier, ist die Einführung des Prinzips, dass man die wahrnehmbare Welt erklärt durch eine nicht unmittelbar wahrnehmbare, ihr zugrunde liegende Struktur. Und das ist Ihnen sicherlich auch total klar, dass das für die spätere Wissenschaftsgeschichte einfach wahnsinnig bedeutsam ist, diese Idee einzuführen. Zum Schluss der heutigen Vorlesung möchte ich mir eine gewisse überblicksartige und zusammenfassenden Blick auf die Philosophie als Wissenschaft, wie sie bei den frühgriechischen Philosophen entwickelt und entfaltet wird, erlauben. Die Philosophie, das ist eine Gemeinsamkeit all dieser Philosophen, die wir bis jetzt kennengelernt haben, ist nicht dazu gedacht, irgendwelche praktischen Probleme zu lösen. Sie ist nicht dazu gedacht, uns irgendwelche Kniffe beizubringen, mit der wir besser unsere praktischen Probleme angehen können. Aristoteles drückt das später sehr schön aus. Er sagt, die Philosophie beginnt mit der Verwunderung, mit dem Staunen. Also nicht mit irgendeiner praktischen Zwickmühle oder einer Herausforderung, die es zu lösen gibt, sondern
hier in Aristoteles eigenen Worten, dass es sich aber dabei, also bei der Philosophie, nicht um eine bewirkende Wissenschaft handelt, ergibt sich aus den Lehren der frühesten Philosophen, weil sie sich nämlich wunderten, taumazein, staunten. Also haben die Menschen zuerst wie jetzt noch zu philosophieren begonnen. Sie wunderten sich anfangs über das Unerklärliche, das ihnen entgegentrat. Dabei setzt das Philosophieren der frühen Antike direkt beim Gegenstand an. Die Ausgangsfrage ist schlicht die Frage, was ist? Was gibt es da in der Welt? In viel späteren Zeiten wird sich die Philosophie am Bewusstsein und an dem die Welt erkennenden Subjekt als Ausgangspunkt orientieren. Aber davon ist bei den frühgriechischen Philosophen noch wenig zu spüren. Die Welt selbst, wie sie ist, ist es, die die Fragen aufwirft. Das Wissenschaftliche an der Philosophie ist dabei auch die Tatsache, dass die Philosophie als ein Gemeinschaftsprojekt angegangen wird. Man greift einander auf, man kritisiert, man knüpft an, man weicht ab, aber man versucht nicht, das Rad völlig neu zu erfinden. Eine gewisse Ausnahme ist vielleicht die verschworene Gemeinschaft der Pythagoreer, aber als Grundtendenz ist das so da in der Philosophie der frühgriechischen Philosophen. Also ein Gemeinschaftsprojekt, bei der jeder auch sieht, was andere schon zu diesem Projekt beigetragen haben. Das ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil, der die Wissenschaftlichkeit dieses Projektes ausmacht. Und weil die Philosophie dabei absichtlich nutzlos ist, also jedenfalls in dem Sinn, dass sie nicht auf die Lösung praktischer Herausforderungen abzielt, scheint sie schon von Anfang an auch manchen Zeitgenossen als nicht ganz ernstzunehmende und eines erwachsenen Bürgers eigentlich unwürdige Beschäftigung vorgekommen zu sein. Das zeigt zum Beispiel eine Anekdote über Thales, von der Platon im Theaetetos berichtet. Das ist die Anekdote von der lachenden Magd, das Lachen der Thrakerin. Also, so heißt es bei Platon im Original, wie auch den Thales, o Theodoros, als er, um die Sterne zu beschauen, den Blick nach oben gerichtet, in den Brunnen fiel, eine artige und witzige thrakische Magd soll verspottet haben, dass er, was am Himmel wäre, wohl strebte zu erfahren, was aber vor ihm läge, zu seinen Füßen ihm unbekannt bliebe. Mit diesem nämlichen Spotte nun reicht man noch immer aus gegen alle, welche in der Philosophie leben. Also, diesen Titel der Folie, Das Lachen der Thrakerin, damit schließe ich an ein Buch von Hans Blumenberg. Aber man muss beachten bei dieser Geschichte, dass Thales also beim Sternegucken in einen Brunnen gefallen und von einer Magd ausgelacht worden sein soll. Man muss dabei beachten, und Hans-Georg Gadamer hat darauf hingewiesen, dass man aus einem Brunnen, vom Boden eines Brunnenschachtes natürlich die Sterne viel besser beobachten kann, weil nämlich das Streulicht ausgeschaltet wird durch den Brunnenschacht. Und es war anscheinend wohl eine in der Antike durchaus übliche Praxis, aus tiefen Schächten heraus Himmelsbeobachtungen zu machen deshalb. Außerdem gibt es antwortet sozusagen Aristoteles auf diese Anekdote in der Politik, also der aristotelischen Schrift Politik im ersten Buch, durch eine Geschichte, nach der
es Thales aufgrund seiner astronomischen Kenntnisse gelungen sein soll, eine besonders starke Olivenernte vorherzusagen und sich dann durch die Anschaffung vieler Olivenpressen zu großem persönlichem Reichtum gelangt sein soll. Und zwar, auch darauf weist Aristoteles hin, nachdem er vorher seiner Armut wegen mit der Nutzlosigkeit seiner Philosophie aufgezogen worden war, hat er es dann aufgrund seiner theoretischen Kenntnisse praktisch doch noch zu Reichtum geschafft. Also Aristoteles will darauf hinweisen, es ist doch nicht alles so nutzlos. Zerbrechen Sie sich jetzt nicht den Kopf, wie man mit Astronomiekenntnissen gute Olivenernten vorhersagen soll, sondern konzentrieren Sie sich auf die Kernmessage. Die Message ist, die Philosophie in dieser Zeit ist erstmal nichts anderes als die Gesamtheit allen wahrheitsorientierten und nicht auf unmittelbaren praktischen Nutzen gerichteten Forschens. Das ist auf jeden Fall so konzipiert bei den frühgriechischen Philosophen, Ölpressen hin oder Ölpressen her. Es gehört zum Selbstverständnis der Philosophie, hier erstmal nicht auf praktischen Nutzen abzuzielen. So. Dabei will ich es jetzt mit der heutigen Vorlesung belassen. Und in der Anschlussvorlesung, in der nächsten Vorlesung, treffen wir dann auf einige antike Philosophen, bei denen das dann plötzlich markant ganz anders ist.